Also wir haben schon, wir arbeiten an unserer Essenz. Ja? Wir finden unsere innere Essenz, aus der heraus wir leben, wo wir unsere Kraft schöpfen, durch wo wir unsere Hoffnung schöpfen. Durch J bin ich an meine Essenz gekommen. Ja. Wirklich. Ja, das ist, also hier, Vadina ist das beste Beispiel für Visi. Du bist richtig aufgeblüht in den letzten Jahren. Also neben dem Lockdown, der kleine Lockdown hat negative Effekte gehabt. Weil du bist, guck dich doch mal an. Das wäre doch vor 2 Jahren noch unmöglich gewesen, dass du so positiv und so, du strahlst, sie hat diesen Glow, ja, wie sie hier, guckt euch doch mal die Augen an, guckt aber wie sie strahlt, wie sie lebt, ja, das ist so unglaublich und das ist, weil sie hat ihre innere Essenz gefunden, also ich würde sagen, du schummelst nicht mehr durchs Leben, sondern du lebst das Leben, ja, das war das, wir haben das nicht mehr sich durchzuschummeln, wir schummeln uns doch alle irgendwie durch. Also ich mich nicht mehr durchs Leben rum so durchschummel, sondern das, was ich will, dazu gehört auch zum Beispiel das Geld. Ja. Dass man muss es einfach auch mal aussprechen. Das ist Geld, das ist auch zu einem schwemmt, den Wert, den eigenen Wert und die innere Happiness und den Glow. Das Geld kommt rein. Sobald du den Hebel umlegst, in dir drin, kommt das Geld zurück. Diese deutsche Angst. Wir Niederländer sind auch sehr auf das Geld fixiert. Ja, okay, genau. Ja, glaube ich mir auch. Das mache ich jetzt auch manchmal. Einfach das Geld mal aus dem Fenster schmeißen. Nicht was gönnen, auch nicht zu gönnen, sehr. Gönnen, muss ja. Ich gönnen dir. Gönn muss ich dir, gönnen. Ja. Einfach auch mal was aus dem Fenster schmeißen und fließen lassen. Das ist so fließ. Du hast mich halt auch richtig in den Fluss gebracht. Ja, und deswegen bin ich umso noch dankbarer, dass wir jetzt zusammen nach Dubai verschwinden. Das ist der Wahnsinn. Wirklich. Ja, auch nicht, wir tun nicht nur so als ob, sondern wir machen den Schritt komplett. Ich habe die Wohnung gekündigt, die Sachen sind im Kofferraum, der Fahrer kommt gleich, ne? Ja. Und dann fahren wir los, wir brechen alles ab. Will ich unsere Fans und Follower eigentlich mitnehmen auf die Reise, der Flug ist gebucht und jetzt kommt's, wenn wir dann dort sind, ich möchte so eine Art von, das ist eine Art so Charities, Startprojekt, um die Fans auch mit zu involvieren. Ihr könnt sammeln, dass wir im Paradies uns aufbauen. Und wir machen die Beiträge für euch. Genau. Auch schon wieder diese Sirene. Ja, wir machen auch nicht nur ein Leben im Paradies nur für uns, sondern auch für euch. Selbst wenn du hast vielleicht nicht den Mut zu sagen, du hast Kinder, die... Die hängen fest. Und du bist einer von den Pflegekräften, die so gute Arbeit machen. Genau. Aber du kannst uns folgen. Ja. Auf Instagram, auf TikTok, auf dem Twitter und auch auf Facebook immer noch. Wir sind überall. Wir sind auf jede Plattform vertreten. Und wir nehmen euch mit dahin. Ihr gebt uns was ab und könnt dadurch auch an unserem Leben teilhaben. Ja, ihr seid dann ein Teil. Und das heißt, wir sind eine Gemeinschaft über die Kontinente hinweg, über die Meere, und wir bringen dadurch auch Happiness und Glow zu euch. Sunshine, alles, Das ist fließt, dass ihr auch fließt. Bisschen, auch wenn ihr ein bisschen fester hier seid. Ihr steckt fest und trotzdem fließt ihr mit genau, uns. Genau, mit uns, genau. Das ist eine super tolle Gelegenheit. Wir machen www. Ja, warte mal, wir fahren ins Paradies. Help for Paradise. Help for Paradise. You help us to go to Paradise. Ja. Haben wir noch wenn man sowas macht, dann müssen wir jetzt auch noch einen gemeinsamen kleinen Song für unsere Follower performen. Komm. Bevor das machen wir. Das ist schon mal ein kleiner. Ja. Ihr kriegt später auch immer Prämien, ob ihr quasi, ob ihr uns mal 15 Euro schickt, 50 Euro, 100 Euro. Haben wir so ein Prämienpaket. 5000 Euro. Dann kriegst du unterschiedliche Sachen, mal einen Song, ein Plakat, ein Pflegeset. Wir schicken auch ein bisschen Sand. Ja, eine heiße Wüstenluft. Oh, das ist so schön. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day
The dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.